Hallo ihr Lieben, bei einer neuen Runde die Sims und sorry, dass letzte Woche kein Video kam, aber ich hatte echt überhaupt keine Stimme. Ich höre mich jetzt zeitweise noch an wie so ein Reibeisen, keine Ahnung. Das ist etwas schlimm. Ich wollte euch noch was zeigen, denn ich hatte ja mal gefragt, was sie so von Mods haltet, Kinder kriegen unter Männern, ja oder nein. Und ich habe eine Mod installiert, Babies for Everyone. Das sollte bedeuten, dreifach Boostwoche Beziehung. Dreimal schnell der Liebe. Okay. Das haben wir eigentlich gar nicht nötig. Die sind sowieso so schnell damit. Das heißt, dass jetzt auch Jungs untereinander. Wo will ich denn hin? Hier will ich hin. Jungs untereinander Kinder kriegen können. Was ich recht witzig finde. Der einzige Problem, in Anführungszeichen, dabei ist halt nur, dass man nicht kontrollieren kann, wer von beiden schwanger wird. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Ich glaube tatsächlich sogar, wenn jetzt hetero... Ich bin mir aber nicht zu 100%ig sicher. Ich glaube, es kann sogar passieren, dass wenn man mit... Also, dass ein hetero... Wenn ein Hetero-Pärchen ins Bett geht, auch der Mann schwanger wird. Bei homosexuellen Paaren ist das auf jeden Fall so, dass man nicht kontrollieren kann, wer von beiden schwanger wird. Kann auch passieren, dass beide schwanger werden. Oder nur einer von beiden oder beide oder keine Ahnung, aber das kann man nicht so ganz richtig kontrollieren, weil das ist ja auch nicht so schlimm für dich. Ich darf cheaten, habt ihr gesagt. Also ich habe zwei Kommentare gekriegt, aber immerhin. Und in diesen zwei Kommentaren stand dran, dass es okay ist, dass ich cheate. Von daher werde ich gleich ein wenig cheaten. Das heißt, wir werden jetzt erstmal Sasuke und Sasori dazu bringen, dass sie bei uns einziehen und dann werden wir gucken, dass wir uns ein... Ah, es sind Briefe. Es sind Rechnungen in meinem Briefkasten angekommen. 648 Stunden, diese bevor deine Anklage nach und nach abschalten. Anlagen. Achso. Du kannst bezahlen, indem dein Telefon in den Briefkasten. Wir müssen jetzt natürlich erstmal. Ja, das riecht mich aber noch ein bisschen so auf. Aber wir haben das erste Mal Post bekommen. Miete bezahlen. Was macht Naruto da? Achso, er ist bei der Arbeit. Ach, na gut. Er ist ja bei der Arbeit. Hinata, du kannst mal eben Sasori anrufen. Einladen auf aktuellem Grundstück. Warum ist der nicht hier? Warum wird der nicht hier angezeigt? Ist der etwa noch hier? Kann eigentlich nicht sein. Oder? Nee. Nö. Warum? Ich möchte jetzt... Warum geht das nicht? Alter, wie ich das Spiel schon wieder liebe. Chatten kann ich mit ihm, aber ich kann nicht mit ihm telefonieren. Warum kann ich nicht... Jetzt geht sie auch noch arbeiten. Warum kann ich nicht mit Sasori telefonieren? Ich war schneller. Naruto hat unermüdlich an einem Artikel gearbeitet. 10 Minuten bevor er ihn online stellen will, postet dein Kollege den gleichen Artikel. Ausstechen? Ja komm, wir gehen mal Risiko. Der Kollege von Naruto hat geschworen, die gesamte zukünftige Arbeit vor Naruto zu erledigen. Naruto fragt sich jetzt, ob das wirklich so eine gute Idee war. Okay, ich hoffe, dass ich die dann heute Abend irgendwie einladen kann. Bei Sasuke ist es ja nicht so schwer, der wohnt direkt nebenan. Berufszweig für Naruto, wie eine Online-Persönlichkeit. Im Internet kann jeder Ruhm ernten. Gewinne durch Streiche und Witze, neue Follower dazu und ebne dir den Weg zum Internetstar. Oder PR-Koordinator. In der Geschäftswelt einzusteigen ist gar keine schlechte Sache. Du lernst echte Berühmtheiten kennen und promotest bekannte Produkte. Leute zu überzeugen, sich von ihren besten Seiten zu zeigen, ist eine deiner leichtesten Übungen. Du schaffst es wirklich, alles ins Positive umzukehren. Nein, er wird eine Online-Persönlichkeit. Natürlich wird er eine Online-Persönlichkeit. Was soll er sonst werden? Wir reden hier immerhin von Naruto. So. Energie geladen. Kannst du Sasuke anrufen? Sasuke. Kannst du eigentlich auch Sasori anrufen? Du kannst auch Sasori einladen. Mach das mal bitte. Dann kann Hinata, wenn sie nach Hause kommt, wie lange ist sie arbeiten noch? Bis 17 Uhr. Okay, nein, das geht ja noch. Sie hat Hunger. Alle kommen vorbei. Das ist sehr schön. Kann ich
Ich weiß nicht, ich möchte Naruto nicht unbedingt kochen lassen. Okay, da haben wir. Ja, herein. Können wir ihn. Sarbso. Können wir ihn nicht reinbitten? Hier, bitten einzuziehen. So. Kann ich das mit dir auch durchmachen? So. Zu gehen? Nein, kann man dich. Mist, nee, ich kann's noch nicht. Zusammenziehen. Du ziehst jetzt zu uns. Dann haben wir Sasuke auf jeden Fall schon mal auf unserer Seite, in Anführungszeichen. Ich bin richtig aufgeregt. Ich freue mich gerade richtig so ein bisschen. Ich bin vor allem froh, dass ich nach dem ganzen Gedönse endlich. Nein, ich möchte die Einrichtung nicht verkaufen. Also er bringt deswegen jetzt nicht ganz viel Geld mit, aber das ist in Ordnung. Wir cheaten ja gleich ein bisschen. Wir schummeln ja gleich. Von daher ist alles gut. Alles nicht so dramatisch. Okay, Sasuke ist schon mal bei uns eingezogen. Das finde ich schon mal sehr schön. Jetzt könnte Hinata ein Jahr so langsam nach Hause kommen. Kannst du eigentlich Essen bestellen? Das ging früher mal. Reisen. SMS schicken. Wer ist Jasmine Holiday? Kenn ich nicht. Das ist angesehen. Genau, kannst du mal. Ruf doch mal den Pizzadienst. Pizzaservice. Käse, Pizza, Pizza, Salami, kanadische Speckpizza. Ne, wir nehmen eine Käsepizza. Warum ärgert sich Sasori eigentlich ständig über irgendwas? Manchmal ist es ein bisschen anstrengend, aber das ist okay. Deine Pizza ist unterwegs, sie wird bald ankommen. Das ist sehr schön. Sasori geht wieder an den Laptop, das finde ich noch schöner. Dann haut er nämlich noch nicht ab. Wie geht's Sasuke eigentlich? Erfolgreiche Abstammung. Erwachsen werden, also für Kinder. Okay, er will auf jeden Fall Babys, so viel ist sicher. Er hat noch keinen Job, ne? Wir müssen Sasuke eigentlich echt mal einen Job beschaffen. Job suchen. Geh, Sasuke, geh bitte mal einen Job suchen. Mal gucken, was bei dir so möglich ist. Sasori ist natürlich der geborene Gangster. Business. Sasuke ist voll der Businessman. Entschuldigung. Leckermaul, Politiker, Schriftsteller, Verbrecher wird Sasori. Maler, nee. Schriftsteller ist aber auch nicht. Business passt, glaube ich, schon am besten zu ihm, oder? Entertainer. Sasuke wird voll der Entertainer. Nein, Sasuke geht ins Businessgeschäft. Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz gute Aufgabe für ihn. Hinata, würdest du bitte nach Hause kommen? Wo bleibt eigentlich unsere Pizza? Kochtopfspionin, das hat sie auch an. Sasuke, wo gehst du hin? Achso, du gehst mit Shikamaru plaudern. Das kannst du sehr gerne tun. Ich wünsche nur, dass Hinata jetzt nach Hause kommt, damit wir hier im. Park sind. Hinata wird das Thema Parken zugeteilt. Das ist zwar von Natur aus nicht besonders spannend, könnte es aber werden. Sie möchte einen echten Knüller präsentieren, hat aber nur Zeit, sich mit einem Thema zu befassen. Parkgebühren am Sonntag? Nicht gekennzeichnete Zonen. Hinata. Huch. Leistungsverschlechterung. Naja, das macht nichts. Hm. Ah. Oha. Kunstkritikerin oder Restaurantkritikerin? Wenn du es nicht liebst, werden sie es nicht essen. Setze Standards für künstlerische Bemühungen. Das ist jetzt echt gar nicht so einfach. Kunst oder Restaurant? Hinata wird Restaurantkritiker. In der Stadt findet jetzt ein Festival statt. Das ist sehr schön. Ah, Hinata, Hinata. Wir haben immer. Kannst du bitte Sasori... Naruto, nimmst du mal die Pizza entgegen? Oh,
Mit, komm, zieh ein. Zieh ein, denn das ist sehr schön. Also, wenn wir uns zusammenziehen, das ist hervorragend. Dann können wir uns jetzt gleich Geld zusammen cheaten, um ein Nest zu bauen. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das mit dem Cheaten noch hin. Ich muss leider Gottes zugeben, ich bin jemand, der öfter mal cheatet. Ich schäme mich ein wenig. Zumindest, weil ich finde, es ist sehr schwer, eine Generation Sims durchzuspielen und tatsächlich die Wohnungen und Häuser zu kriegen, die man toll findet. Warum ist Hinata jetzt traurig? Achso, wegen seiner Boshaftigkeit hier, das musst du dir doch nicht so zu Herzen nehmen, mein Schatz. Ah, wir haben Pizza, das ist sehr schön. Du kannst das erstmal. Wieso ist Sasori jetzt wütend? Gut gegen böse. Gute und böse Sims sind niemals einer Meinung. Der Kampf wütet weiter. Alter, komm, beruhig du dich doch mal wieder. Erst ein Stück Pizza, dann. Oh, okay, Sasori gehört. Okay, Moment. Cheaten. Einmal noch. Ich glaube, dann sollten wir genug zusammen haben. Esst erstmal alle ein Stück Pizza und dann ziehen wir hier um und dann ist. Alter. Mach den Pizza hier. Hier, mach ihn zur Sau. Mach den Pizzamenschen zur Sau. Sei zu ihm böse, sei gemein zu ihm. Dann geht's dir gleich besser. Rissala Kumbar. Sanzibi? Chothabisi. Binkopa and Tree. Das ist ein Einzelgänger, ja, das weiß ich ja schon. Krabonex. Anib. Chuma Ocha. Ach. Jetzt kannst du dir auch nochmal ihren Job suchen. Kann man ihn sich zu beruhigen versuchen? Das ist eine sehr gute Idee. Sasori, komm runter, alles wird gut. Oh, Hinata weiß jetzt, dass sie schwanger ist. Oh, wie süß. Hinata, du bist ein Verbrecher. Ja. Sasori weiß jetzt, dass er Papa wird. Er wird Papa! Arv. Ja, er freut sich auch noch drüber. Er wird Papa, das ist total super. Ich glaube zwar, dass er nicht davon ausgegangen ist, dass er Papa wird, aber er wird Papa. Ja, Hinata, bitte, du sollst ja auch endlich aufs Klo gehen, wenn du es nur tun würdest. So. Achso. Ja, unser einsamer Wolf fühlt sich ein wenig bedroht. Zu viele Leute. So. Ja, dann geh doch bitte endlich auf den Pott, Mensch. Das kann doch nicht so schwer sein, sich auf den Pott zu setzen, Hinata. Sieht man eigentlich schon was? Sieht man ein Burchlein? Nein, ich glaube noch nicht, ne? Ich suche nach Schwangerschaftsanzeichen. Hinata muss man eben erstmal pinkeln gehen und dann kann Sasuke hier umziehen und so. Erstmal muss sie da mit dem Arsch wieder hochkommen. Sehr schön. Haben wir das auch hingekriegt? So. Und wir suchen uns jetzt eine neue Wohnung. Eine, wo wir alle zusammen leben können. Es wird sehr romantisch. Okay. Genau, wie teuer war das nochmal? Wochenmiete. Ach, ich weiß eigentlich gar nicht. Wollte ich eigentlich ein Apartment? Dieses Penthouse war doch auch sehr schön. 3 Party-Location, Abendrot.
Dann wohnen wir zwar nicht unbedingt. Wir hier nicht auch was? Nee, ne? Also, das war auch ein Penthouse, aber gut, dann nehmen wir. Möbliert. Möbel behalten? Nö, die Möbel können wir verkaufen. Aber das neue Apartment hätte ich dann doch ganz gerne möbliert. So, wir sind umgezogen. Yay, ich muss mal eben kurz was trinken, sonst, sonst kriegt sich hier gleich wieder wie so ein Rabe vor mich hin. Auch blöd. Hört sich scheiße an. Habe ich schon mal probiert. Turmpenthouse. Na, das sieht doch. Oh, Alter, so ein Basketballfeld. Was ist das hier? Ist das eine Shisha? Das ist eine Shisha. Die liebe es ein bisschen. Doch, die. Okay, hier oben geht's weiter. Hier oben ist ein kleiner Pool. Sehr cool. Warte mal, ein Pool mit. Uah! Alter, ist das geil, ein Pool mit Glas vor. Das heißt, wenn ich hier oben schwimme, können die das da unten sehen. Das ist ja. Das ist auch relativ geil. Hier ist eine Bar. Was ist hier? Achso, hier oben ist nur das Dach. Okay. Aber hier oben ist eine kleine. Hier ist der Pool. Hier können wir schwimmen. Ah, hier oben ist eine kleine Dachterrasse. Hier fährt sogar ein Zug. Alter, ich bin gerade vollkommen geflasht hier vor dem ganzen. Achso, das ist so ganz wieder am Singen. Irgendwie läuft da auch. Eigentlich bräuchte es ja so keinen Arbeitsplatz. Wir werden ein Kinderzimmer brauchen. Wir werden definitiv ein Kinderzimmer brauchen. Aber hier kann sich keiner darüber beschweren, von wegen, wir sind zu. Alter, die Aussicht ist der Hammer. Der absolute Hammer. Guckt euch das doch mal an hier. Das ist der Wahnsinn. Uah. Ein bisschen mit Absturzgefahr, aber ansonsten ist es echt der Hammer. Ich liebe dieses Haus. Okay, wir brauchen zwei. Wir haben hier ein Doppelbett, wir haben da ein Doppelbett und wir haben hier oben ein Doppelbett. Beanspruch mal das. So, ihr zwei nehmt das Bett. Dann könnten wir aus dem hier nämlich ein Kinderzimmer machen. Da wir offensichtlich noch ein bisschen Nachwuchs erwarten. Ich will das eigentlich gar nicht. Eigentlich sieht das voll hübsch aus, aber. Ich möchte jetzt ein Kinderzimmer. Nein, das kann so bleiben. Wie die Blumen wieder weg haben. Die komischen Lampen, die kommen auch weg. Okay, nehmen wir als erstes uns mal die Tapeten vor. Wir brauchen was Kinderzimmer. Prähistorische Kühlschrankhasen. Oh Gott. Gras und was? Wie sieht denn das aus? Sieht sehr putzig aus. Obwohl, das hier. Das sieht sogar noch ein bisschen schöner aus. Okay. Boden. Der Boden. Der Boden gefällt mir. So, Kinderzimmer. Kinderzimmer. Wir brauchen Betten. Alter. Ich bin gerade. Wiege meine Mond. Wie ist das jetzt eigentlich? Es gibt doch jetzt.
Da sind schon alle Neuerungen mit drin eigentlich, ne? Sollen eigentlich, ja. Bärenstühle, wie putzig. Wir brauchen auf jeden Fall eine Wiege. Aber mich wundert, dass es keine größeren Wiegen gibt. Aber gut. Bücherregal für Kinder. Das sieht auch sehr schön aus. Das können wir dann an der Wand lassen. Wir nehmen erstmal ein Bett. Alter, sind die echt so winzig? Das ist ja sehr putzig. Wir müssen uns dann überlegen, wo die Kinder hinkommen, wenn sie ein bisschen älter werden. Vielleicht müssen wir den Basketballplatz raufziehen. Wir brauchen Basketballplatz. Die werden doch definitiv überbewertet. Oder wir ziehen hier oben irgendwo eine Mauer rein oder so. Keine Ahnung. Irgendwo müssen die dann ja auch schlafen, wenn sie älter sind. Da müssen wir dann nochmal gucken. Weil der Basketballfeld ist draußen, ne? Was ist das hier? Gehört das... Achso, das gehört zu den Duschrohren. Das sind Duschen? Ach du Scheiße. Ich muss hier noch ein bisschen was erkunden. Tut mir leid. Das Apartment ist eigentlich gar nicht so groß, wie ich erwartet hätte. Daher, muss ich hier noch ein bisschen gucken. Ich muss mich hier noch, erst ein bisschen zurechtfinden. Gibt's hier Teppiche? Ja, es gibt Teppiche. Ich finde, da gehört ein Teppich hin. Oh, Blütenblätter, was ist das? Gibt's auch einen Kinderteppich irgendwie? Nee, nicht so richtig, ne? Der sieht toll aus. Aber der ist sehr klein. Ich möchte... Warum kann ich nicht so einen riesen Kackteppich kriegen? Nein, ist nicht möglich. Okay. Was haben wir denn hier so? Wandtattoo-Kristalle. Wandtattoo-Schnucki-Girls. Ich will Schnucki-Girls an die Wand. Schnucki-Girls. Entschuldigung. Ich finde Schnucki-Girls gerade so geil. Oh, ein Traumfresser. Entschuldigung, ich muss hier gerade alles einmal ausprobieren. Was kann man... Oh, Seifenblasen. Oh, ich habe als Kind Seifenblasen geliebt. Seifenblasen waren total cool. Das ist auch total klasse, dass die einfach so im Raum herumstehen. Oh ja. Oh Gott, ist das riesig. Ein Puppenhaus. Manfred der Mampfer. Spielzeugkiste. Ich bin total hin und weg gerade. Ein Übungstöpfchen. Monströser Töpfchenpartner. Okay. Hochstuhl. Natürlich. Okay, nein, natürlich kriegt unser Kind nur das Edelste vom Edlen. Natürlich auch das edelste Töpfchen. Früher gab es noch so Wickelkommoden und sowas. Gibt es die irgendwie alles gar nicht mehr? Wunderregal. Aber sowas wie Wickelregal und so, das gibt's alles gar nicht mehr, ne? Oh, diese Fräulein Mounds. Oh, ich möchte Fräulein Mounds haben. Wir stellen Fräulein Mounds vorsichtshalber hier oben hin. Damit Fräulein Mounds auch nichts passiert. Oh Gott, ich bin ein wenig verliebt. So. Fertig. Aber wo man hier denn noch ein Schlafzimmer draus macht, das muss man dann gucken, ne? Zur Not. Das hier sind die Duschen. Das hier oben soll ja Sasoris und Hinatas Schlafzimmer werden. Das müsste man dann gucken. So viel steht hier eigentlich irgendwie gar nicht drin, ne? Sasori, warum... Ach, Sasuke, warum arbeitest du eigentlich hier oben? Du solltest irgendwo hier unten... Aber da hat man schon so viele Zimmer und stellt fest, irgendwie ist für nichts Platz da. Geh deine Arbeit machen. Was macht Hinata? Hinata ist vollkommen energiegeladen, weil sie sich total freut. Sie ist so energiegeladen, dass sie...
Ach, hier ist ein richtiger. Hier ist ja richtig viel noch vorne vor. Nee, irgendwo kriegen wir da wohl schon noch ein Kinderzimmer rein. Was musst du eigentlich machen, um dich vorzubereiten? Schelmische Interaktion. Komm mal her. Naruto, du verträgst sowas. Geh mal nach. Irgendwo müssten wir hier dann noch einen Raum abteilen, aber eventuell hier oder so. Dass man die Bar wegmacht und daraus ein Zimmer macht, aber das kann man dann ja immer noch gucken. Oh, Bronich, Nilsi. Philpa, Wambo, Rihau, Tabe, Pasa Essenoi Flari, Masplina, Finica Bois, North. Oh, Benarf! Waba! Das wird doch jetzt mal so richtig was. Glenn. Dufke Jeff. Fenosa me bish. Nibor vom Bu. Egal, was es kostet, wir müssen da jetzt durch, Sasori. Bushing. Flonia Lupas. Emphoria Happyam. Ebene Sycophus. Kinata wird voll fit. Kombiba Yushero. Meshka. Macht voll Sinn. Swibib Hula Nef. Steve Garza. Sark? Lenarg. Lässt du das bitte sein? Wir müssen noch einmal kommen. Kannst du noch zweimal machen. Aber wenigstens alles. Ja, er wird Papa. Lumbe Klunkus Essenoi. Siwa. Doba. Er wird Papa und er freut sich. Das ist voll schön. Sasuke arbeitet. Hinata macht Sport. Kannst du das mal bitte lassen? Warum tust du das überhaupt? Mach Abendessen. Ja, tu Taco-Auflauf. Mach einen Taco-Auflauf. Los, komm. Mach irgendwas Vernünftiges. Musst du eigentlich noch irgendwas machen? Erreiche ja Videospielfähigkeit. Wieso musst du... Ich frag gar nicht erst. Wie machst du Naruto jetzt einen Gronkh? Okay, Moment. Moment. Was hast du eigentlich vor jetzt? Schlafen? Wieso willst du denn schon schlafen gehen? Gut, dann hat Naruto das mal gut zu tun. Hinata kocht. Das ist immer ein schwieriges Unterfangen, wenn Hinata kocht. Was macht Sasori? Sasori bitte? Du Arsch! Was geht mit dir ab? Das machst du jetzt schön wieder heil, mein Freund. Du bist ja wohl nicht mehr ganz dicht im Kopf. Alles ernsthaft, Junge. Dich quäl euch keine 5 Minuten alleine lassen, kann es sein? Du Horst. Das gibt's doch gar nicht. Du bist ein echter Witzbold. Naruto hat mit seinem witzigen Wortspielchen 125 Follower dazu gewonnen. Das ist super. Sasori, geh essen. Bitte. Ja, doch, du kannst auch noch schnell was essen. Wie sieht's bei Sasuke aus? Und der mampft auch noch mal eben was.
hat er seinen abgeschlossen. Sehr schön. In 8 Stunden muss er zur Arbeit, das heißt, er kann eigentlich auch gleich schlafen gehen, ne? Hinata, warum isst du denn jetzt auch nichts? Warum? Wo bist du denn? Du hast hier... Ist das doch, Mädchen. Der Plan war einfach. Sieh zu, dass die Similians rollen. Leider ist das Sponsoring ins Wasser gefallen und du bist noch nicht einmal bezahlt worden. Oh Gott. Jetzt hat er auch noch Follower verloren. Manchmal ist er auch echt ein bisschen... Naja. Der hat es auch nicht immer leicht. Und danach gehst du schlafen. Und du am besten auch. Okay, die haben... Wer bist du? Wer bist du? Warum rennst du... Was machst du hier? Wer sind sie? Senior. Haben wir einen Hausmann, von dem ich nichts weiß? Wie ist dieser Mensch hier reingekommen? Oh, Super Benin! Oh, oh, Chupiyamba! Chupiyamba! Oh. Okay, wie ist das? Warum ist er hier? Was? People! Oh, oh, wubala! Ich weiß nicht, wer dieser Mensch ist oder warum er sich in unserem Haus befindet. Ja, ihr beiden könnt ja in einem Bett schlafen, ihr habt euch ja lieb. Ja, zumindest könntet ihr da, wenn... Hörst du bitte auf, so dermaßen falsch zu singen, der... Die versuchen hier zu schlafen. Was aber nie funktionieren wird, wenn hier ständig irgendwer Lärm macht. Was hat er denn da für ein Pinökel über dem Kopf? Das verstehe ich jetzt. Wer will, ich tue es nicht. Ja, aber wenigstens schlafen die beiden. Was macht Naruto? Der sollte doch auch ins Bett gehen. Ach, der isst noch. Wer sind diese Leute? Mach diesen Fernseher aus und geh. Wo kommen diese Leute her? In unserem Bett. Was machen die Leute hier? Warum? Was passiert hier? Warum? Was kriege ich hier schon wieder nicht mit? Geh weg! Ich stehe schon wieder. Wer sind Sie? Hier sind komische Menschen in meiner Wohnung. Warum passiert das? Ich habe Angst. So, wir ratzen jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durch. Du bist wach. Und du musst ganz dringend... Oh, Pipi. Na dann... Geh. Sasuke muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Was kann ich Sasuke denn Gutes tun? Auch dem geht es eigentlich relativ gut. Das ist sehr schön. Dem geht's gut. Das ist... Was hat Sasuke da über dem Kopf? Warum? Aha, Hinata muss... Kannst du... Benutz doch einfach... Die Toilette hier. Sie muss auch ganz dringend mal. Geh mal. Ach nee, wir pinkeln sogar voreinander. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Der bleibt auch noch einfach
bleibt er doch stehen. Aha. Ist das noch gut? Irgendwie sieht das nicht so schön aus. Okay. Naruto schläft noch. Der braucht seinen Schönheitsschlaf. Wir brauchen hier irgendwann mal Kinderzimmer, aber... Naja, das kriegen wir schon irgendwie. Warum haben wir hier eigentlich ein Bild? Ist der eigentlich überdacht? Moment, ich möchte mal eben... Mist, muss ich das hier machen, oder? Wo kann ich nochmal einstellen, dass ich... Hier. Nee, da könnte man tatsächlich irgendwann mal was anderes draus machen. Wer klingelt hier? Er geht zur Arbeit. Tust du es schon wieder? Du weißt, was das heißt, ne? Dann geht's dir besser, oder? Dieser Mensch muss ganz schnell zur Arbeit. Das ist einfach nicht mehr... Das ist einfach nicht mehr normal, was der hier fabriziert. Aber wenigstens kann er ja alles wieder reparieren. Ihr geht's nicht gut, weil sie schon ist. Hat sie denn langsam eine Kugel oder ist das... Na, es geht ja noch. Das ist höchstens ein Mini-Bäuchlein da. Allerhöchstens. Komm, wir die Kanalschrauben machen. Sasori macht sein eigenes Ding. Der hat nicht so wirklich Bock auf andere Leute. Nein, warum auch? Man muss es ja nicht überbewerten. Achso, sie muss sowieso zur Arbeit. Okay, alles klar. Wann muss Naruto wieder los? In 24 Stunden. Da hat er ja auch noch Videospiele. Wer bist du? Nachbarin. Okay. Na, wir lassen unsere Nachbarn mal rein, einfach weil wir nette Menschen sind. Könntest du bitte... Hier kommen wieder Nachbarn vorbei. Das ist wie... Mog. Wo's a Thorf? Even. Wer bist du? Kiva! Bist du auch Nachbar? Kiva ist unser Nachbar? Ohne Witz? Ich dachte, der wäre jetzt ganz woanders. Du kannst dich täuschen. Yanabi! Yakilo Brugi. Play Yunzaruga. Yasab. Shabini Jabid. Turp System. Shema Corbeth. Das ist ja lustig. Das sind unsere Nachbarn. New Beam. Jiraza. Ah. Wir befinden uns ja jetzt im reichen Viertel. Kabuni. Hoffentlich schmeckt dir der Obstkuchen. Das ist ein Familienrezept. Er ist furchtbar. Gibt es wirklich Sims, die dieses Obstkuchenzeug essen? Ne, es ist, scheint nicht so wirklich gut anzukommen, aber wir essen ihn alle. Wir haben alle sehr viel Spaß. Wer seid ihr überhaupt alle? Akira Kibo. Wer bist du? Hallo. Penny Pilas. Zapf. Miko Ojo. Ojo. Ojijo.
Alles klar. Viele nette Leute. Mortimer Grusel, wer ist bitte Mortimer Grusel? Der ist nicht hier oben. Muss es sehr beruhigen. Komm, spiel mit mir. Das könnten zwei riesige Zimmer werden hier. Ich meine, klar, momentan ist es ein Basketballplatz, aber braucht man wirklich einen Basketballplatz in der Bude? Wixana Zarspa, Usened Pandole. Ha 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 ha. Unsere Gäste haben auch Spaß, irgendwie. Das ist ein freundliches Missgeschick an Rana, aber gut. Kann man eigentlich noch... Ich möchte nicht, dass er gewisse Dinge tut, deswegen kann man eigentlich immer noch... Nee, man kann nur das Aussehen ändern, ne? Nicht mit dem Charakter. Das heißt, wir müssen jetzt einfach so nehmen, wie er ist. Räum hier mal ein bisschen auf. Mein klar, es gehört auch irgendwie zu Sasori, dass er ein bisschen mies ist und ein bisschen böse ist, aber dass er hier ständig das Puppenhaus kaputt macht, ist ein bisschen anstrengend. So ein bisschen. Was ist das auch für ein... Hologrammanzeigen. Wasserfall. Ich möchte, dass hier Dinge passieren, wenn man aufs Klo geht. Ich weiß nicht, was genau da passiert, aber ich bin sehr neugierig. Naruto ist gerade am Aufräumen. Was machst du? Du erfreust dich auch an diesem leckeren Kuchen? Du musst noch 4 Stunden... Okay, die 4 Stunden lasse ich dich mal lieber nur in Ruhe. Hinata hat voll Fun bei der Arbeit. Kann man das eigentlich einstellen? Moment. Ich arbeite im Internet surfen. Nein. Braucht Vergnügen. Ja, kriegst du ja, wenn du nach Hause kommst, Mädchen. Hier müssen wir alle diesen komischen Kuchen essen, ja? Da ist auch nicht so viel besser. Da wollen wir noch hinkommen. Also wir arbeiten noch dran. Naruto macht erstmal den Abwasch, während sie sich da oben irgendwie komischen... Was guckt sie sich da an? Ach, diese Arztsendung, ne? Furchtbar. Oh Gott, sie bringt unseren Müll raus? Also wäre sehr nett. Da bringen fremde Leute mal eben unseren Müll raus. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Hier kriegen wir die Post. Aber wir müssten hier eigentlich keine Miete mehr zahlen, weil wir haben ja keine... Das ist ja jetzt keine Mietwohnung. Das ist ja schon... Aber ich muss euch mal ganz ehrlich was sagen, ne? So richtig glücklich bin ich mit der Wohnung hier nicht. Vielleicht nehmen wir doch ein Mietobjekt.
Irgendwie finde ich das hier alles nicht so schick. Klar, die Aussicht ist geil, keine Frage. Auch der kleine Garten hier und so. Alles total super duper, keine Frage, aber... Ja, geht mal lieber besser. Also so richtig glücklich bin ich hier irgendwie noch nicht. Wir können ja. Wir ziehen einfach nochmal wieder. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich fühle mich da nicht wohl. Wird dann wohl doch eher ein Mietobjekt. Ich schäme mich gerade voll, aber ich fühle mich da einfach nicht wohl. Ich meine, was ist denn hier in dem Apartment? Ist das Apartment noch frei? Küche des Küchenchefs. Wochenmiete 12, 15.000. Einrichtung 115. Das hat aber nur die eine, ne? Eine Etage. Was ist hier sonst noch? Hier haben wir schon... Da wohnt wer. Hier haben wir nur zwei Schlafzimmer, die wir zu klein. Badezimmer. Zwei Schlafzimmer, drei Badezimmer. Hier oben haben wir die zwei. Das ist alles sehr klein. Luxusallee. Die sind ja noch kleiner. Ich habe eigentlich schon so ziemlich mit das Größte, habe ich so das Gefühl. Okay, hier sind drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer. Wo sind hier drei Schlafzimmer? Eins. Also hier sind drei Betten drin, ne? Das ist ja auch ganz toll. Vier Schlafzimmer, drei Badezimmer. Hier ist ein Ehebett. Wo ist das andere? Hier hinten. Hier ist auch noch eins. Badezimmer, Dinner, Küche. Ich sehe, wieso sollen hier vier Schlafzimmer sein? Ich sehe hier jetzt nur eins. Drei. Eins, zwei, drei. Also Leute, ganz ernsthaft, ne? Das ist schon mit das Größte, aber es ist einfach... Es ist einfach total hässlich. Das hat drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Nein! Oh Gott, nein, ich wollte es mir doch eigentlich nur mal angucken. Es war auch nicht sonderlich groß, ne? Das hier ist eigentlich auch extrem klein. Zwei Schlafzimmer hin oder her, aber ich finde es eigentlich total winzig. Ich will aber eigentlich in der Stadt bleiben. Flex doch mal. Ach nee, hier sind... Moment. Schlafzimmer. Schlafzimmer. Kinderzimmer. Ansonsten nicht ganz viel Platz. Ja, ich bin gerade echt nicht einfach, das muss ich zugeben. Okay, nee, lassen wir das. Wir bleiben da wohnen, aber ich muss renovieren. Muss da ganz dringend drin bauen. Irgendwie finde ich das nämlich alles noch... Ich finde an sich die Wohnung sehr hübsch, will ich ja nicht sagen. Aber total unbrauchbar. Ich meine, vom Kinderzimmer her. Ich meine, wir haben jetzt ein Kinderzimmer. Das reicht doch nie im Leben, wenn Sasuke und Naruto auch noch ein Kind kriegen sollen. Und die beiden sollen ja. Dafür muss ich dem jetzt auch mal... Ach so, da unten. Ach so, Leute verabschieden, okay.
Kannst du meinetwegen gerne tun. Warum haben wir... Ich möchte jetzt in den Baumodus. Warum haben wir zum Beispiel diesen Riesen... Das kann man doch auch nach draußen setzen, oder nicht? Warum haben wir den hier drin? Den setzen wir jetzt hier nach draußen. Und dann muss ich mal eben... Wände. Okay, wir haben hier Wände. Kann ich die... Nein. Nein, das wollte ich nicht. Alter. Okay, machen wir es so. Wir machen das hier zu. Wir machen das zu. Tapeten. Oh, das sind... Warte. Nein, das wollte ich nicht rückgängig. Oh Gott, was mache ich hier? Ich wollte... Wo ist nochmal das Kinderzimmer? Einfach da oben, ne? Nee, wo ist das Kinderzimmer hin? Kinderzimmer ist weg. Da ist es. Ich wollte doch eigentlich nur hier so... Sieht das überhaupt gut aus? Nein, wir lassen das so. Alles gut. Was haben wir hier? Fliesen. Paneele. Verkleidung. Fels und Stein. Mauerwerk. Verschiedenes. Ach, sieh mal einer an. Das können wir jetzt auch machen. Nee. Das wollte ich auch mal machen. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir einen Boden. Die Fenster können ja ruhig drin bleiben. So, die Fenster machen ja... Sind ja nicht so... Wie kriege ich diese... Wie kriege ich denn diese... Dich, würde ich gerne... Kann ich dich nicht auch nach draußen packen? Warum gibt's da eigentlich genau sowas will ich haben? Machen wir das doch einfach so. So, jetzt möchte ich aber bitte diesen, den will ich da weg haben. Das will ich da weg haben. Nein, nein, das ist okay. Das hörst du bitte auf damit. Das will ich da raus haben. Ich weiß noch nicht, was wir daraus machen, aber es wird auf jeden Fall kein Basketballplatz bleiben. Machen wir vielleicht so ein bisschen schmaler. So, und jetzt kann man daraus nämlich tatsächlich ein Kinderzimmer machen. Oder noch ein Schlafzimmer irgendwann mal. Was nehmen wir denn da für eine Tür? Tür der Wahrnehmung. Geheimtür, wie cool. Nein, keine Haustür. So. Fenster haben wir genug drin, wie ich finde. So, wenn wir da nämlich irgendwie, weiß ich nicht, auch noch irgendwas ein... Ich meine, irgendwo müssen die Kinder ja irgendwann auch mal alleine schlafen. Klassisches Kinderbett. Gibt's hier? Prinzessin Cordelias Einzelbett. So. Was bist du?
Ein Büro, 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 Büro. Hier können wir dann nämlich auch ein sehr hübsches Büro draus machen. Und ich meine, so ein Kinderzimmer, das braucht dann ja auch so, ne, einen schicken Computer. Und einen schicken Stuhl. Das mache ich jetzt noch nicht fertig, aber... Genau, so. Dann kommt hier noch irgendwie so ein schickes Bücherregal in die Ecke. Ich hätte hier auch gern... Moment, das können wir aber auch noch draußen in den Garten setzen. So. Eine Yogamatte. Was bist du? Ein Meditationsstuhl. Ja, sowas hätte ich auch sehr gerne. Entschuldigung, ich momentan nutze ich das gerade wieder ein bisschen aus, dass ich hier mir das leisten kann. Ich sollte mich schämen. Nächste Woche. Nächste Woche fange ich damit an. So, dann stellen wir die hier noch so. Und Origami. Oh, die sieht voll cool aus, die ich habe. Die sieht voll genial aus. Ja, furchtbar, ich bin so furchtbar. Gut, das haben wir. Ein Kinderzimmer haben wir. Kleinkinder. Sieh eine an, aber das haben wir ja hier. Ich wäre ja eigentlich immer noch ganz froh, wenn Sasori damit aufhören würde, hier Gegenstände kaputt zu machen. Er hat es schon wieder getan. Ich möchte nicht wissen, wie unser Kind rumbrüllt. Das Zimmer ist jetzt noch nicht fertig, aber ich möchte das eigentlich ganz gerne erstmal... So hat man da noch Platz, wenn man irgendwas mal braucht oder so. Spiel spielen. Spiel. Geh, du solltest ein Spiel spielen. Was machst du eigentlich? Warum rennst du eigentlich irgendwie in der Weltgeschichte rum? Das verstehe ich auch noch nicht so ganz, aber... Isst du lieber erstmal was. Komm nach Hause und isst was. Was ist das da? Achso, das ist noch... Sasori muss in einer Stunde bei der Arbeit sein, das kriegen wir hin. Du spielst hier eine Runde? Ich meine, der Blick ist ja schon ziemlich geil. Wir haben hier schon das beste Haus, aber ich muss da noch ein bisschen... Also, muss da noch ein bisschen dran arbeiten. So ganz richtig gefallen tut mir das noch nicht. Also die Zimmer sehen schon klasse aus, will ich nicht sagen. Alles super, aber es gibt so ein paar... Also es gibt so ein paar Dinge, die müssen echt noch ein bisschen optimiert werden. Definitiv. Yay, Hinata hat Geld verdient. Und Hinata muss ganz dringend Spaß haben. Kann Hinata Spaß haben, wenn sie Karaoke singt? Ich weiß es nicht, aber man kann es ja einfach mal essen, Getränke bewerten oder Kolumne schreiben. Okay. Machen wir später. Hinata ist schwanger, sie darf sehr viel. Wann kommt Sasuke nach Hause? Sasuke ist voll gelangweilt, weil er hat keinen Bock auf seinen Bürojob. 17 Uhr kommt er wieder. Dann kann er mit Naruto ein bisschen Spaß haben. Und dann probieren wir gleich mal aus, ob das wirklich funktioniert, dass, wenn er nach Hause kommt, dass er dann, ne? Und so. Kann ich mit dir... Komm mal bitte her. Kann ich mit dir... Erstmal wirst du jetzt unser fester Freund. Ich glaube, das kommt ganz gut. Sasori ist auf dem Weg zur Arbeit. Das ist auch nicht schlecht. Das kommt auch immer ganz gut. Sasori kann jetzt erstmal unser fester Freund werden. Ich denke, dass Simstagram-Forscher... Ich finde das gerade lustig. Es tut mir sehr leid.
Ich denke, das passt einfach auch sehr gut, dass die beiden jetzt endlich, sie wohnen jetzt immerhin zusammen, dann können die beiden auch ein festes Paar werden. Oh, yes. Oh, Sneeb. Jetzt müssen wir mal gucken. Sneeb. Sneeb. Baby machen, das funktioniert. Ah. Panish Galumba. Nardubor. Kay West. Na, dann lass uns doch mal testen, ob wir dich schwängern können. Achso, jetzt haben wir kein Bett dafür, oder was willst du mir gerade? Wir haben hier ein Bett. Wir haben hier ein Bett. Ihr müsst es nur benutzen. Ihr wollt es doch auch. Warum funktioniert das nicht? Was ist los mit euch? Ich muss es herausfinden. Ich muss herausfinden, wo sein Problem liegt. Naruto, isst diesen furchtbaren Kuchen. Hast du so einen Hunger? Ich weiß nicht, warum wir hier keinen Sex haben können. Dann muss ich sowieso eigentlich Schluss machen. Nein, keine Kinderbetten, vernünftige Betten. Ein richtig schön, teures, geniales Bett. Das ist eigentlich sogar schon ein sehr teures Bett. Okay, wir kaufen es einfach normal, macht ja nichts. Bitte. Seht mal zu. Oh Gott, ich muss Pause machen, aber ich will nicht. Das ist so furchtbar mit mir und den Sims. Ich muss Pause machen und ich will eigentlich nie. Ich will eigentlich ohne Witz nie. Pause machen finde ich immer so doof. Na, Hinata, kriegen wir langsam. Oh, wir kriegen langsam ein dickes Bäuchlein. Das ist so schön. Die beiden freuen sich einfach nur und machen nichts. Haben wir keine Lust? Huh, haha, scraby. Ha, befeed the shoe. Bleedo, hoho. Oder willst du irgendwie... Darfy, bring seal. Then Lloyd. Mokwai. Hoho. Oh. Yibs. Stoon Weebus. Ziffle Fuba. Sharuste Halkay. Aha. Bruce Rex. Wir finden beim nächsten Mal heraus, warum die nicht wollen. Bis dahin haben sie ja vielleicht auch wieder Lust. Wir werden sehen. Klaffete Brinitu.